Herr von Weizsäcker, genau vor 4 Jahren saßen wir auf der anderen Seite der Elbe und haben uns unterhalten über die UN-Klimakonferenz in Paris. Im Dezember 2015 war das. Jetzt, 4 Jahre später, während der UNO-Klimakonferenz in Madrid, kommen wir wieder zusammen. Wie ist Ihre jetzige Einschätzung? Führt diese Konferenz in Madrid zu einem Teilerfolg oder sind Sie eher pessimistisch, was den internationalen Konferenzzirkus angeht? Zunächst mal muss man vermutlich sagen, dass man in Paris noch nicht wirklich beeindruckt war von dem tatsächlich stattfindenden Klimawandel. Seit 2018 weiß das jedes Kind, dass sich da dramatisch was geändert hat. Und das alleine schon, zusammen mit der Verstärkungsmelodie von Fridays for Future, macht die Madrider Konferenz etwas hoffnungsvoller, an die Dinge ranzugehen, die notwendigerweise herangebracht werden müssen. Das ist insbesondere eine internationale Verständigung darüber, wie viel auch die Entwicklungsländer tun müssen, wenn ein vernünftiger Handel mit Treibhausgas-Emissionsrechten stattfindet. Da scheint man ein Stück weiterzukommen. Und im Übrigen in der Konkretisierung dessen, was man in Paris sich vorgenommen hat, ist auch ein gewisser Fortschritt zu sehen. Aber es wird natürlich noch nicht reichen. Im Mai 1968 hieß es die Fantasie an die Macht, wenn wir eben an bestimmte gesellschaftliche Revolutionssituationen denken. Wenn wir jetzt die heutige Situation uns anschauen und uns diese Kreativität anschauen, die wir heute auf der Konferenz hier mit 377 abfotografierten Hamburger Friday for Future Sprüchen und Schildern demonstrieren wollten. Wie sehen Sie da die Rolle der Kreativität? Es ist Kreativität, dass man die Langfristbesorgnisse, die globale Erwärmung ist eine solche, so in die Öffentlichkeit bringt, dass man heute darüber sich aufregt. Ein Teil der Schwäche, auch der Studentenrevolte von 1968, war, dass sie eine Art von Jetzt-Besoffenheit hatten und das für kreativ hielten. Das war nicht gut genug. Da hat man die Langfrist im Grunde kaputt gedrückt, aus lauter Begeisterung für das, was man momentan gerade machen kann. Und da ist Fridays for Future eine völlig andere Melodie, die sagen, wir müssen uns die Langfrist endlich mal klar machen. Und dazu müssen wir auch kurzfristig einiges richtig machen. Mit welcher Melodie würden Sie die Rettung der Welt vergleichen? Es ist ja ganz klar kein dreiminütiger Popsong. Es ist auch keine lange Rille von Deep Purple aus den frühen 70er Jahren. Es klingt für mich eher wie eine Kakophonie der unterschiedlichen Stimmen, die aber auch immer wieder harmonische Züge aufweist. Aber wie würden Sie die Rettung der Welt in Musik beschreiben? Ich bin musikalisch nicht so bewandert. Ich würde sagen, es ist einerseits eine tragische Ode und andererseits auch ein Aufruf, fast Marschmusik. Und ich hoffe nur, dass Marschmusik nicht zum Krieg führt. Das ist ja immer die Gefahr. Wenn man sehr, sehr deutlich wird, dann weckt man Emotionen, die dann manchmal in Gewalt ausarten. Also sehen Sie schon, die internationale Klimakarawane könnte sozusagen das Climate Justice Recht erkämpfen, wenn sozusagen man auch Geduld übt, bei aller Jetzt-Besoffenheit trotzdem die Geduld? Geduld ist auf jeden Fall eine Tugend und überhaupt nicht schädlich für vernünftiges, langfristiges Handeln. Manchmal wird Geduld verpetzt, beschimpft als zu langsam. Unsere heutige Welt leidet unter zu viel Geschwindigkeit, allerdings häufig in die falsche Richtung. Vielen Dank. Eine letzte Frage noch zu Ihrer Hoffnung, wenn Sie auf die nächsten 10 Jahre blicken. Schaffen wir es, diese
allseits verkündeten 50-60%-Ziele bis 2030 zu erreichen. Hier in Hamburg hat man sich das Ziel gesetzt, -55% bezogen auf das Jahr 1990. Schaffen wir es? Ich fürchte, man wird es nicht schaffen, aber man wird trotzdem große Fortschritte machen. Man kann sich auch ein bisschen am Nachbarland Dänemark orientieren, wo man will 2030 Klimaneutralität erreichen für das ganze Land. Und das dürfte auf Norddeutschland ganz schön abfärben. Vielen Dank, Herr von Weizsäcker. Wir danken für das Gespräch. Danke auch.